Auf einem blauen Planeten, irgendwo mitten im Universum, passierte seit Jahren Ungeheuerliches. Einige Eltern boykottierten die modernen Impfstoffe. Warum? Weil sie wussten, dass die aus Gentechnik, Nanopartikeln und giftigen Zusatzstoffen wie Aluminium bestehen. Sie ließen ihre Kinder natürlich aufwachsen und waren immun geworden gegen die Panikmache der Pharmalobby vor den ach so bösen Killerviren. Eltern durften früher einmal selbst bestimmen, was Ärzte mit ihren Kindern machen? Ja, das war der Pharmalobby schon lange ein Dorn im Auge. Schluss mit gesundheitlicher Selbstbestimmung und Menschenrechten, hieß es deshalb im Jahr 2019. Schließlich garantierten die stetig wachsenden Impfstoffgaben über 30 allein im ersten Lebensjahr, meist gebündelt in Mehrfachimpfungen, nicht nur satte Gewinne, sondern auch immer mehr chronisch kranke Kinder. Die wiederum waren dann lebenslänglich als Stammkunde abhängig von weiteren Pharmaprodukten, zum Beispiel gegen Allergien, Asthma, ADHS oder Autismus. Um ihr gewinnbringendes Interesse an möglichst vielen kranken Kindern zu sichern, aktivierte die Pharma im Jahr 2019 ihre beste Drohne, um Eltern per Gesetz zu entmündigen. Widerstand ist zwecklos. Übergeben Sie uns Ihre Kinder. Sie werden zwangsgeimpft werden. Zwangsgeimpft dank Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister unter der Merkel-Drohne. Er boxte den Masernimpfzwang 2019 in Rekordzeit durch die Instanzen. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Dabei gibt es gar keinen einzelnen Masernimpfstoff. Vom Zwang betroffene Kinder dürfte dann wohl der übliche Vierfach-Cocktail gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken in den Körper gespritzt werden. Dabei, so viel ist sicher, ist der Impfzwang bei Masern erst der Anfang. Kann es Pharmakonzernen, die einen Umsatz in gigantischen Größenordnungen machen, wirklich um die Gesundheit von Menschen gehen? Gesundheit ist der Albtraum des Gesundheitssystems, weil sich mit gesunden Menschen kein müder Cent verdienen lässt. Warum berichtet die Presse ausführlich über jeden einzelnen angeblichen Maserntoten und leugnet parallel dazu die Zusammenhänge zwischen Impfungen und plötzlichem Kindstod? Warum ist im Säuglingsimpfstoff Infanrixexa, umgerechnet aufs Körpergewicht, das gut 20-fache an giftigen Aluminiumverbindungen enthalten wie in Impfstoffen für Erwachsene? Wenn der Staat Druck ausübt, damit Pharmakonzerne damit Umsatz machen können, dass Kindern mit Giften versetzte Gentechnik gespritzt wird, dann leben wir in keiner Demokratie, sondern in einem Pharmafaschismus. Wacht auf! Das gesamte Gesundheitssystem ist eine Matrix aus Fake News und Lügen. Um Heilung geht es in diesem System nur bei der Akutversorgung. Das gesamte Gesundheitssystem wächst nur, wenn immer mehr Menschen chronisch krank und damit abhängig sind. Und der beste Zeitpunkt, chronische Krankheiten einzuleiten, ist nun einmal, schädliche Produkte möglichst jungen Säuglingen direkt in den Körper zu spritzen. Kinder vertrauen ihren Eltern. Sie brauchen ihren Schutz. In heutiger Zeit auch den Schutz vor staatlich verordnetem Gendreck. Wehrt euch. Lasst es nicht zu, dass irgendwer irgendwas mit euren Kindern macht, dem ihr nicht guten Gewissen zustimmen könnt. Verbündet euch mit Menschen in eurer Nähe, die ihre Kinder auch frei von Gendreck und Aluminium halten wollen. Kinder sind unsere Zukunft. Nur starke und gesunde Kinder, deren Entwicklung nicht chemisch oder gentechnisch gestört wird, haben die Fähigkeit, ihren Geist und ihre Lebenskraft frei und voll zu entfalten. Schluss mit dem Impffaschismus. Wer Panik vor Krankheiten hat, der soll sich impfen lassen. Und wer ein gesundes Leben jenseits von Pharmaprodukten für den besten Schutz vor Krankheiten hält, der soll sich und seine Kinder frei von Gentechnik, Aluminium und Nanopartikeln halten dürfen. Der Konsum pharmakologischer Produkte, die von weltweit agierenden, sehr mächtigen Konzernen mit Umsätzen in gigantischer Höhe produziert werden, muss freiwillig bleiben. Weitere Infos zum Thema, wie man seine Kinder und sich selbst ganz legal trotz Impfzwang vor Impfungen schützen kann, ein zensurfreies soziales Medium sowie lokale und regionale Vernetzung impfkritischer Menschen findet ihr auf den folgenden Internetseiten.
Und wer die wichtigen Informationen zum Impfen gebündelt in einem 100-Minuten-Film auf YouTube schauen möchte, der suche auf YouTube einfach nach Wir impfen nicht. Come on, children of tomorrow, our babies for a day. You watch them grow, you hear them cry, and you watch them run away. Have we forgotten how small we used to be? Children of tomorrow, your love shines over me. Children of tomorrow, your love shines over me.